Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir haben heute echt eine sehr, sehr schöne Box, nämlich Tops UEFA Club Competition 23-24 Hobby Box. Richtig coole Sachen sind da diesmal dabei. Da gibt es auch echt besondere Karten drin. Also gehen wir erstmal in die Hard Facts rein. Es ist drin ein Autogramm oder ein Relic per Box. 24 Packs mit 8 Karten, also ein ganzer Schwung Karten. Es sind viele coole Insights dabei, wie zum Beispiel European Nights, Best of the Best Moments, Historic Hattricks, Road to the Final und so weiter. Da sind auch Allen und Ginter Karten dann dabei. Was richtig cool ist, da kann man unter anderem Kate Abdo Autogramm ziehen, die man von den ESPN oder Fox Shows kennt, was echt immer richtig gut ist. Also da ist echt eine richtige Menge drin. Wollen wir mal hoffen, dass wir was Gutes rausziehen. Die Uno de Uno hat ja Nissi Rips schon rausgeölt im Eröffnungsstream von Lamine Yamal. Also hoffen wir mal, dass wir uns da was Ähnliches in der Qualität rausholen können. Wir gehen rein. Hier spricht Daenerys, eure Königin. Viel Grüße an Melma. Viel Glück bei euren Boxbreaks. Dicke Puls. Und bleibt brav, sonst kommt der Drache. Dracarys. Also wie gesagt, hier ist dieses Promo-Pack. Da können natürlich die richtigen Brecher drin sein. Müssen wir mal schauen. Und dann hier natürlich die ganzen Packs. Wir gehen durch. Wir werden natürlich nicht die ganzen Base-Karten zeigen. Da gehen wir ein bisschen schneller durch. Also wir haben Phil Foden. Dann Madrid Magic. Auch eine coole Karte. Full Groove. Sehr schön. Jonathan David. Trippier, Müller, Sergio Ramos, Bissek und die sieht natürlich mega aus. Best of the best. Powers the Citizens towards the Champions League Final. Richtig geile Karte. Minty, Julian Alvarez, Future Stars, sehr schön. Virginius, Buki und European Knights, Angel Di Maria. Jude Bellingham, sehr schönes Ding. Ash, Declan Rice, Lee Musiala, sehr schön. Und die Road to London, also das ist ja hier die zur Finalkarte von Callum Wilson. Also die werden nicht hinkommen, wie wir jetzt ja mittlerweile wissen, aber auch schönes Kärtchen. Ederson, Rookie und jetzt auch ein Rookie, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, das ist Barca und das ist sehr gut, das ist Fermin Lopez. Haben wir da eine vernünftige Nummerierung? Ne, haben wir nicht. Aber immerhin. Junger Spieler, ja, nimmst du mit, der spielt auch, also richtig schön, nimmst du mit. Konaté, dann haben wir West Ham United, noch mit Declan Rice. Bendouk, Rodriguez, Future Stars, Milambo, Jimenez, Sanchez und, ah, das ist diese Base Variation. Oh, und da haben wir einen coolen Spieler, Gabriel Jesus, leider von Verletzung geplant, aber richtig guter Spieler und vielleicht auch bald Premier League-Sieger. Oh, Erling, nimmst du mit. Und, ah, das ist so eine Hattrick-Karte. Das ist so eine Hattrick-Karte, also Salah mit einem Hattrick. Sehr schön gegen die Rangers. Courtois, oh, Lamine Yamal. Das ist natürlich eine richtig schöne Rookie-Karte. Evan Ferguson, Future Stars. Dann haben wir Young, Rookie, Oyarzabal. Und wir haben eine nummerierte Bino Gittens, das ist nicht schlecht, vor allem Future Stars. Und zu 250, ja, mit der Nummerierung. Okay, wir verbessern uns zumindest, aber haben wir noch nicht so richtig. Hermoso, und jetzt haben wir wieder so eine Variation. Oh, und von Jeremy Doku, das ist doch nice. Der ist gut, sehr schneller Spieler. Spielt auch gerade gut bei City. Nimmst du da, letzte Saison. Zaire Emery, sehr schön, Future Stars. Rice. Tielemans, Till, Lukaku und European Knights, Griezmann, Jo, Louis Smiley, okay, auch guter Rookie, Loftus-Cheek beim AC und dann haben wir nochmal Road to London, Peter Radkov, auch knapp das Finale verpasst. Kamada, oh, das ist eine schöne Now Starring, Csoboszlai, sieht richtig cool aus und da glänzt es golden. Es glänzt golden, was ist das? Vor allem auch noch ein richtig geiler Spieler. Ah, das ist so eine Ballcard, aber ich glaube, die ist nicht nummeriert. Oh, und was haben wir hier? Oh, Robert Lewandowski. Oh, das, ja, die sind echt schön, die Karten.
first player to score a hat-trick with three clubs in the UCL. Wahnsinn. Das ist echt sehr, sehr schöne Karten. Dur, Future Star. Oh, Paris Brunner Rookie. Ja, das ist ja nicht schlecht. Das habe ich gar nicht gewusst, dass der hier drin ist. Cool. Olivier Giroud, Mason Mount, Firmin Lopez, auch gut. Rakitic und Hattrick. Oh, da hat er sogar vier Tore gemacht gegen Tottenham. Ja. Das waren noch Zeiten. Adeyemi und hier glitzert es. Das ist Green. Das ist ein Rookie. Das ist schon wieder Barca. Okay, mit Barca haben wir es heute. Mit den Rookies sehr schön. Alarcón, Nummerierung. Wir gehen langsam nach unten. 299. Okay, Angel. Wir kommen über Gold rein. Das ist eine Golden Baller. Es ist eine Future Stars. Es ist... Oh, Alvarez. Die ist richtig nice. Sieht richtig geil aus. Und dann haben wir noch... Das ist ein Stürmer. Wir haben João Pedro von Brighton Hove Albion. Nicht nummeriert. Kann der Brie was? Müsste man sich mal anschauen. Aber Unterschrift ist okay, kann man zumindest mal lesen, hat er sich Mühe gegeben. Okay, das ist das Auto. Und Arda Güler, All-Star-Rookie-Team. Rodrigo und nochmal Golden Ball Card. Das ist Ali Cho. Der ist doch richtig gut, oder? Ist auch noch jung. Also von San Sebastian to London. Levi hat auch noch Chancen. Sogar ganz gute. Oh, die ist ja stark. Oh, das ist ja auch wieder, also diese Best of the Best Karten. Absoluter Hammer und natürlich richtig geiler Spieler. Also die nimmst du sowas von mit, die sehen echt richtig gut aus. Wir machen das Promo-Pack auf. Wir kommen schon mal gut rein mit Ultimate Stage Saka. Nicht schlecht. Dann haben wir auch eine Legende, Rooney. Auch sehr schön. Klassiker. Und wir haben Adeyemi. Ist auch okay. Dann, oh, wir haben sogar eine nummerierte. Wir bleiben hochnummeriert. Aber hinter Mailand, Barella. Sehr schönes Kärtchen. Also 250 ist gut. Und dann, ja, die wäre gut gewesen. Aber Top Strip. Also, das heißt Post Your Pulls. Dann haben wir zwei Rookies. Barcola ist gut. Lamine Yamal sowieso. Dann hier diese echt sehr schönen Karten. Best of the Best. De Bruyne, Levi und natürlich Mbappé. Richtig nice. Dann hier diese pinken Variations mit Jesus, Doku, Thuram. Dann kommen die das sind die Golden Ball, da haben wir Fermin Lopez, Joe, Zaire, Emery, richtig geil, und Martinelli. Dann natürlich Julian Alvarez in All-Star Rookie, auch richtig geil. Dann haben wir Fermin Lopez nochmal nummeriert zu 299. Dann den nächsten Barca Bri zu 199. Dann haben wir noch Barella zu 150. Und zum Schluss Autogramm Pedro. Also ich bin mit der Box echt happy. Auch hier hat man nicht überbezahlt. Das ist echt alles ganz nice in der Geschichte. Also nehmen wir alles mit. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei Whatnot vorbei und dann bis zum nächsten Mal.